musst mir einen Gefallen tun, Heuler. Klar, Tom. Wickel! Es ist schon lange her, dass sich jemand zu uns gesellt hat. Anscheinend haben es die Leute eilig, uns den Rücken zu kehren. Ja, ich weiß gar nicht, warum. Ich habe alle Tagebücher von Arundel gefunden. Gut, ich hatte gehofft, dass ihr daran denken würdet. Hier ist die versprochene Belohnung dafür, dass ihr sie mir gebracht habt. Habe ich von einem Kunden bekommen. Ich will gar nicht wissen, was der Kumpel damit will, Kunde damit will. Wie kann ich das anstellen? So, was gibt's denn Neues um die Gilde rum? Eine solche Feierstimmung habe ich seit Jahren nicht erlebt. Mercer ist tot. Wir haben einen neuen Gildenmeister und es scheint endlich bergauf zu gehen. Ja, ich hoffe nur, dass wir der Gilde zu altem Glanz verhelfen können, nach all den Übeln, die ihr widerfahren sind. Ja, nicht indem ihr hier rumsteht und nichts tut. Sag mal, David. Da seid ihr ja wieder. Ich habe diesen Sonderauftrag in Windhelm ausgeführt. Was? Thorsten war sehr erfreut darüber, dass der Tod seiner Tochter gerecht und ihm das Familienerbstück zurückgebracht wurde. Er hat sich bereits daran gemacht. Den Staub abzuschütteln und wieder in Fahrt zu kommen. Ich will diese Bilanz nicht fälschen. Wenn ihr diese Aufträge weiterhin ablehnt, werde ich euch keine mehr anbieten. Ich habe gehört, ihr seid zusätzliche Aufträge ab. Vielleicht funktioniert sie ja unterdessen wieder. Ich bin für die, wenn ihr Einbrüche bevorzugt, dann sprecht mit Vex. Nun? Vex? Ich hoffe, ihr bringt gute Nachricht. Ich will diesen Einbruch nicht machen. Entscheidet euch endlich, ja? Ihr bringt uns noch alle in Verruf. Ist klar. Ich habe alle Steine von Barenzia gefunden. Unglaublich! Seit Generationen hat sie niemand mehr alle auf einem Haufen gesehen. Wie könnt ihr mir das antun? Und ist das jetzt was wert? Als ich sagte, der Satz müsse vollständig sein, habe ich ein kleines Detail ausgelassen. Ich dachte ehrlich nicht, dass ihr so weit kommen würdet. Wenn die Steine wieder auf der Krone befestigt würden, wäre das von sehr großem Vorteil für die Diebesgilde. Meint ihr Reichtum? Nicht ganz. Die Krone gehört zu den Dingen, die die Gilde als Glanzstücke bezeichnet. Also Objekte, die unsere Diebesfertigkeiten verbessern. Was? Das habe ich zumindest gehört. Diese Gilde hat schon seit Hunderten von Jahren kein Glanzstück mehr besessen. Gibt es die Krone noch? Ich habe es aus guter Quelle, dass sich die Krone in Tolwals Höhle befindet, wo sie vor langer Zeit von einer Dunmer-Karawane aus Morrowind zurückgelassen wurde. Wenn ihr sie uns zurückbringt, könnten wir das Glanzstück wiederherstellen und davon profitieren. Darf ich euch einen freundschaftlichen? Das habt ihr von Anfang an geplant, oder nicht? Wenn wir in Himmelsrand etwas gelten wollen, muss die Gilde dieses Glanzstück zurückbekommen. Ganz offiziell an. Ohne das sind wir nichts als eine Bande kleiner Diebe. Stattdessen da draußen. Naja, momentan seid ihr eine Bande kleiner Eierschaukler. Jemanden mit euren Fertigkeiten gebrauchen. Könnt ihr mich im Schlosserknacken trainieren? Na schön, aber wenn ihr verhaftet werdet, schiebt die Schulden nicht auf mich. Ihr seid immer schuld, Vex, das wisst ihr doch. Hey, was glaubt ihr denn, wo ihr hingeht? Wir haben zu tun. Die Krone suchen. So, Tolwalds Höhle. Da war ich doch letztens drin. Such dir nach Arbeit. Also gut, dann beten wir nochmal ganz kurz zu Talos, dem Mächtigen. Warum auch immer. Dann müsste ich schlafen endlich mal. Und wenn das getan ist, ist das eigentlich mein Garten da? Ja, ne? Jo. Da kümmert sie sich aber schon schön drum. Die. Der Huskarl. Dessen Namen ich vergessen habe. Weil sie mir nicht wichtig ist. Aber wahrscheinlich weit weniger tödlich ist als ihr, Serana, die einfach unschuldige Menschen umbringt, nur weil sie gerade da stehen. Ich bin Fiona. Euer Schwert und euer Schild. Ja, hoffentlich seid ihr auch mein Schild, während ich schlafe.
Denn das mache ich jetzt. Bis zum nächsten Morgen. Dann gehen wir in die Höhle von Tholwald, holen diese komische Krone, dann geht's zurück zu Vex, reden mit ihr. Und dann weiß ich nicht weiter. Ich musste gerade lachen. Während dem Ladescreen werde ich schlafen. Weil ich habe doch jetzt wieder, wie viel Gold? 136.000. Ich weiß gar nicht woher. Aber ich habe jetzt wieder 136.000 Gold. Vor ein paar Folgen noch. Da haben wir ja Solstheim. Also nicht Solstheim. Solitude. Einsamkeit repariert. Beziehungsweise die Reparatur finanziert. Für 50.000 oder waren es 60.000? Ich glaube, es waren 50.000, ne? Ach, ich muss ihn gar nicht hinnehmen. Ja, könnt ihr mich nach Schors Stein bringen? Nee, ne? Das. Nee. Ich habe die Reparatur von Einsamkeit finanziert für 50.000 und habe gedacht, ja, das dauert wieder Ewigkeiten, bis ich bei 130.000 bin. Deswegen kann ich Weißlauf noch nicht reparieren. So, das war der Gedanke. Aber anscheinend bin ich ja schon wieder bei 136.000. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir in Weißlauf sind, dann kann ich die Stadt auch reparieren. Wenn ich das nicht schon getan habe. Habe ich das schon getan? Es war ja 30.000 für Weißlauf, ne? Einsamkeit 50.000 und Weißlauf 30.000 oder so, glaube ich. So, Tholwalds Höhle. Müsste da vorne sein. Hier waren wir schon mal drin. Tholwaldshöhle. Also ja, klar, da waren wir schon mal drin. Und zwar letztens erst. Die ist nämlich noch abgeschlossen. Aber ich weiß nicht mehr, was da drin war. Einfach nur Banditen, oder? Ich glaube, das war gar nichts Besonderes. Das war einfach nur Höhle mit Banditen, oder? Oder waren da nicht Banditen und Pfeilmeer? Waren wir da nicht letztens erst drin? War da nicht irgendwie was? Oder habe ich gerade eine andere Höhle im Kopf? Ich weiß es nicht mehr. Gut, hieran kann ich mich nicht erinnern. An die Schlafsäcke. Tholwaldshöhle. Wer ist da? Naja. Das wird euch eine Lehre sein. Weiß nicht mehr wann. War das bei Dämmerwacht? Ah, hier war noch. Ach, diese Augen. Diese Augen! Woher seid ihr gekommen? Kann das sein, dass Serana mir auch Schaden macht? Oder nee, Quatsch, das ist der Gift von den... Das ist der Gift von den Scheißdingern, ne? Ja. Ah!
das Gift der Fallmeer. Das haut richtig rein. Ja. Das Gift der Fallmeer haut richtig rein. Das ist es. Das ist seit Dawnguard. Ich weiß auch nicht wieso. Wer ist da? Nur am Verrecken bei dir. Ich glaube, ihr Ding macht auch Schaden, oder? War das gerade die Leiche, die gegen mich geschleudert wurde, die so viel Schaden gemacht hat? Ich weiß es nicht. Aber hier waren wir schon mal drin. Ich weiß nur nicht mehr, warum. Aber es hatte irgendeinen Grund. Ja, ich erinnere mich ganz genau, dass wir hier drin waren. Ich weiß nur nicht mehr, warum. Das ist wie in den Geschichten, die ich vorgelesen bekam. Zwei Abenteurer, die in die Welt hinausziehen. Ich hätte nie gedacht, dass es so schön sein würde. So gut, wenn ihr das schön nennt. Fast zu sterben. Hey, wo ist der Pfeil hin? Ach, scheiße. Tschüss, Serada. Tut mir leid. Kommt da noch was, oder? Wir sehen, wohin er verschwunden ist. Nein, leider nicht. Ja, da ist er was. Habt ihr gesehen, wohin es verschwunden ist? Ja, direkt hinter euch. Da kommt nichts mehr. Eine gute Spinne. Spinne macht nichts. Ja, er war das genau. Ja. Ah.
Diese blöden Fallenwaffen sind immer vergiftet. Also lustigerweise nicht, wenn ich sie benutze, aber wenn sie benutzen... Fast immer. War hier nicht irgendwann riesiger Wasserfall? Ich war sicher, ich hätte irgendwas gehört. Mit so Zwergengittern? Gab's das hier nicht irgendwann mal? Ja, genau, das hier. Das hier habe ich gemeint. Los, runter! Also den Schlüssel hierfür gibt's nicht, sonst hätte ich den. Aber hier waren wir schon mal drin und wir haben es schon mal gesagt, das war mit der Dämmerwacht, ne? Das war mit der... Ich meinte, das war mit der Dämmerwacht. War das nicht die Quest für diesen einen Typen, der von Auriel besessen ist? Dessen Namen ich leider vergessen habe. Hat er hier nicht irgendwas gesucht? Immunität gegen Krankheiten. Genauso immun wie beim Werwolf oder richtig immun? Los, runter! Euch kämpft es sich gut. Ich meine mich zu erinnern, dass das letzte Mal, als wir hier waren, da war das auch in zwei Folgen aufgeteilt, weil das so lange gedauert hat, gegen die Fallenwehr zu kämpfen, nicht wahr? Jetzt gehe ich einfach schnell durch. Seid vorsichtig. Ich glaube, wir bekommen Probleme. Geben wir jetzt Schwert des Saugens. Ja, saugen. Die wahre Barentia. Unmehrgeist. Aha, so sahen die also aus. Das seid dann wohl ihr. Nehme ich an. Soll ich euch... Nein? Oh, bitte. Viel Spaß beim Rumgeistern. Ja. Tschüss. Das habt ihr verdient. Da geht's nicht weiter. Jetzt, dass ich muss jetzt nochmals zurückgehen. Scheiße.
Ich gehe dann einfach mal weiter. Ich lasse Rana da kämpfen, wenn sie will. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr auf diese komische Höhle hier. Wir sind aber noch lange nicht fertig, oder? Ja, das dachte ich. Ach du Scheiße, wenn ich hier nicht aufpasse, dann... Ich habe keine ewigen Haltung mehr. Ach du Kacke! Ja, ich renn dann mal. Ich renn dann mal. Ja, das lief gut. Oh ne, jetzt bin ich schon wieder hier, ne? Ohne noch mal aufsammeln. Wer ist da? Sollte hier einfach nur stehen oder? Naja, also ich schon. Unmehrgeist. Eben erst Schwert des Saugens. Saugen. Also ich könnte jetzt entweder den ganzen Weg zurückgehen oder ich kämpfe mich da durch. Weiß nicht so recht. Das war wahrscheinlich der Wache von der Dunmer-Karawane, die da verloren hat. Das war doch irgendwie sowas, ne? Ich hab doch nichts gemeint, dass eine Dunmer-Karawane sie dort verloren oder versteckt hat oder sonst was. Oh, so ein niedlicher kleiner Fallmer. Nicht mal ein besonderer Fallmer, einfach nur ein normaler Fallmer. Das wird euch eine Lehre sein. So, hier wieder durch. Also was, ich schleich mal, vielleicht funktioniert das dann besser. Das Wunderbuch. Karte, für die wir ein Glas durch eintauschten, ist eine Fälschung. Wir konnten den eingezeichneten Pass über die Berge nicht finden, hätten es mit Rift versuchen sollen. Vor dem Sturm Zuflucht in den Ruinen, trafen auf einen Druckplattenschalter und waren drin gefangen.
Gilde und sagte, er hätte gehört, dass die Zwergenstraßen, die unter den Bergen entlang führten, müssen es versuchen. Das haben wir auch schon mal gelesen, nicht wahr? Wer ist da? Schießen wir besser auf 92. Sehr schön. Halber Schleicher. So gut schleichen tut er sich aber nicht. Jetzt schleicht er sich weg. Warum? Hä? Serna, was war denn das? Hä? Warum? Bleib wach. Warum bleibt nicht? Warum? Ich will es gar nicht wissen. Ich will nicht wissen, warum der sich jetzt weggeschlichen hat. Ich kann nichts machen hier. Ich erinnere mich, das war schon mal so. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Wo ist der? Na gut. Das müssten alle gewesen sein. Wenn ich mich recht erinnere, war es das jetzt. Genau, hier gibt es so die Dinge. Und da habe ich mich damals gefragt, was passiert, wenn ich da runterfall. Und dann kommen wir wieder da an, wo der große Krieger ist, beim Wasserfall. Wenn wir da runterfallen. Genau. Das ist doof, dass man die nicht damals schon finden konnte. Der Weg war versperrt damals, ne? Oder die Ding war einfach nicht da. Kann das sein? Ich glaube, die war einfach nicht da, oder? Ja. Die Krone war einfach nicht da. Was irgendwie seltsam ist, weil... Gut, ich meine, wenn es einfach versperrt wäre wegen dem Erdrutsch oder sonst was. Okay. Kann ich noch halbwegs verstehen. Aber wenn eine Krone nicht da liegt, einfach, und erst wenn man die Quest hat, liegt die da. Ich meine, ich verstehe, warum das so ist. Ich mir also die große Tour durch die Höhlen von Himmelsrand. Den Satz habe ich ja noch nie gehört. Aber ja, doch, so ungefähr. Wo ist da? Schattenleute. Gut. Ärgerlich ist es halt, wenn man nochmal durch Höhlen gehen muss, nur weil jetzt durch diese eine Quest da ein Item auf einmal aufgetaucht ist, das vorher nicht da war. Obwohl es keinen Grund gibt. Also keine Story-Grund gibt, warum das nicht vorher da liegen könnte. Die Krone hätte auch vorher da liegen können.
Ich hätte halt nicht gewusst, was ich damit mache. Aber sie hätte halt da liegen können. Und wenn sie schon da gelegen hätte, hätte ich sie aufheben können und dann jetzt gleich zur Weg sagen können. Ach, die habe ich übrigens schon. Dann hätte ich nicht nochmal durchrennen müssen. Die Performance hier wird auch immer schlimmer, oder, Rifton? Ja, ich glaube, es ruckelt immer mehr. Ich bin so froh, wenn ich hier nicht mehr hin muss. Also wenn wir das erledigt haben, dann gibt es eigentlich nur noch einen Grund, hier hinzugehen. Und das ist, ein Kind zu adoptieren. Aber ich glaube, dafür muss man nicht... Nee, es gibt ja Kinder außerhalb davon. Es ist schön, euch wiederzusehen, Freund. Ich bin so froh, wenn ich endlich von Rifton weg bin. Dieses Ruckel-Rifton nervt. Es nervt einfach. Und ich habe schon mehrere Mods ausprobiert, die Rifton entruckeln sollen. Und keine hat funktioniert. Es ist einfach brutal. Ich habe jede Menge Aufträge zu vergeben. Wie wäre es mit etwas Arbeit? Oder wollt ihr lieber den ganzen Tag ziellos herum? Laufen. Ich habe die Krone von Barencia gefunden. Ich wusste, dass ihr es schaffen würdet. Schließlich war es auch nicht leicht, die Steine zu finden. Nun, abgemacht ist abgemacht. Also hier ist eure Belohnung. Ich hoffe, ihr nutzt sie gut. Ich habe es jedenfalls getan. Alles, was die Sorelier-Brüder jemals gemacht haben. Sicher, er schmeckt Krone von Barencia entfernt, Stein von Barencia entfernt. Er würde die Nacht zum Tag machen, wenn man davon trinkt. Hä? Was war das? Prowler's Prophet. Anywhere gems might be found, members of the Thieves Guild always seem to find a few more. Ich habe hier immer noch reichlich Arbeit. Okay, ich finde jetzt also ein paar Rubine mehr. Das der falsche Jahrgang war. Tut mir leid. Ist, ja, das heißt, Nocturnal tut endlich mal was für uns. Krasse Scheiße. Und die Krone steht jetzt auch beim Schreibtisch des Gildenmeisters. Also bei meinem. Bei meinem Schreibtisch steht jetzt die Krone. Ah ja. Aktivieren. Ja, ich kann sie aktivieren, aber es passiert nichts. Okay. Nehmen, Büste des grauen Fuchses. Aktivieren, Geschäftsbuch. Passiert nichts. Nehmen, stehlen. So, stehlen, ist doch alles meins. Ich habe übrigens noch das rechte Auge, ne? Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Und leider werden wir die restlichen Regale oder die restlichen Plätze in den Regalen nicht füllen, weil es einfach nicht funktioniert. Hier kann ich da über... Also haben die hier... Natürlich nicht. Also, kaum mache ich nichts mehr für die Diebesgilde. Die sind so doof wie eh und je. Ihr braucht etwas? Ja, ich brauche eine Diebesgilde, die auch Diebstähle begeht. Und nicht die ganze Zeit in ihrem... Hier im Keller rumhockt. Naja. Gut, das wäre das. Dann muss ich gleich meinen Spielstand neu laden. Denn ich habe mal wieder einen Soundbug. So. Laut. Das war's. Wir sind mit der eierschaukelnden Diebesgilde, die nicht aus Dieben besteht, offiziell fertig. Ich glaube, mehr können wir nicht machen. Außer eben, wie gesagt, die Spezialaufträge, die uns nicht zugeteilt werden. Deswegen können wir nichts machen. Ja. Warte mal, ich muss noch ganz kurz Einstellungen, Audio, wieder den Ambient-Sound hochstellen. Die muss ich mal runterstellen, der Diebesgilde, weil ich den Wassertropfen-Soundbug habe. Und, ja. Und das ist recht nervig. So, hier gibt es noch ein Buch von Engasta Quata Quarkis, das wir finden könnten. Ich habe aber keine Lust, in Forgotten River Tomb reinzugehen, deswegen ignorieren wir das mal. Sprich mit Constanze Michelle über Adoption. Das wäre die letzte Quest, die wir noch in Rifton haben. Theoretisch, also wir haben auch das hier noch. Hier den... Die Feder... zu Marvin bringen. Will ich aber nicht. Ansonsten hätten wir eigentlich gar nichts mehr. Das Logbuch zu Ortus will ich nicht machen, weil damit würden wir der Kaiserreich-Kompanie, der kaiserlichen Ostkompanie, ach, was auch immer der.
Handelsgesellschaft des Kaiserreichs dienen. Das will ich nicht machen. Bringe Bauplan eines explodierenden Dwemer-Eisbolzens aus Klammhalmine in deinen Besitz. Das ist in Solstheim. Wahrscheinlich. Tritt an die Mutter der Macht heran. Ist doof. Will ich nicht machen. Das können wir machen. Müssen wir aber nicht machen. Aftershock. Wir müssen nochmal zum Teufeltier. Na dann. Und ansonsten wüsste ich nicht, was wir noch machen könnten. Außer vielleicht irgendwelche Ruinen durchsuchen. Dann wären wir fertig. Mit dem Hauptspiel. Wir haben alle Gilden gemacht. Also wir haben die Gefährten gemacht. Wir haben die Akademie für Magie abgeschlossen. Wir sind erfolgreich Erzmagier geworden. Wir sind Zuhörer der dunklen Bruderschaft. Wir sind Gildenleiter, Gildenanführer der Diebesgilde. Auch wenn wir nichts davon haben. Ich will mal was machen. Bevor wir jetzt zu Teufeltier gehen, will ich mal gucken, ob ich Kalia in ihrer blöden Halle der Nachtigall besuchen kann und ob da Brynjolf rumsteht. Weil der Brynjolf war ja vorhin in Riftzorn, aber der ist ja nicht mehr. Er hat uns ja offiziell zum Leiter der Diebesgilde ernannt und dann ist er verschwunden. Also seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Hat er sich eventuell zur Nachtigallen gesellt? Ist das hier überhaupt die Halle der Nachtigall? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder meint die eine andere, diese komische Kalia, die uns immer anlügt? Ganz oben auf der Liste steht, die stirbt noch. Bevor das Let's Play zu Ende ist, stirbt die Frau noch. Und auch wenn ich sie nicht sterben kann, sie wird sterben. Ich werde einen Weg finden. Hier ist alles so kaputt wie eh und je, ne? Oh, welch prachtvolle Halle der Nachtigall. Alles ist zerstört, alles ist kaputt. Wow, ich bin echt beeindruckt. Wo ist denn Kalia? Wolltet ihr hier nicht aufräumen? Die blöde Kuh? Ja gut, jetzt sind hier Betten. Die waren vorher nicht da. Bett fremd. Bett. Die Nachtigallen. Ach, das ist Lesematerial. Ach, da ist sie ja, die blöde Kuh. Ich hoffe, die Nächte finden euch wohl auf. Was? In der Gilde scheint alles prächtig zu laufen. Wie laufen die Dinge jetzt, wo Mercer weg ist? Ich verspüre eine Art inneren Frieden. Das habe ich schon sehr lange nicht gespürt. Statt von Gedanken der Rache und Vergeltung umwölkt zu sein, verspüre ich nur Gelassenheit und Befriedigung. Natürlich habe ich mich auch an früheren Zeitvertreiben versucht. Seht euch um. Ihr könnt gerne Anteil an den Früchten meiner Arbeit haben. Wovon redet die? Die ist doch vollkommen realitätsfern, oder? Die hat doch vollkommen den Bezug zur Realität verloren, oder? Früchte ihrer Arbeit? Was die Geheimhaltung der Nachtigallen angeht. Ich glaube, inzwischen wissen die meisten in der Gilde sehr wohl, was zwischen Mercer Frey und uns vorgefallen ist. Ach was, wirklich? Niemand glaubt mehr, dass die Nachtigallen nur ein Hirngespinst sind. Ja, woran könnte das nur liegen? Wenn ihr in der Gilde eure Nachtigallrüstung tragen möchtet, würde sicher niemand einen zweiten Gedanken daran verschwenden. Ja, wow. Haltet die Augen offen und wandelt im Schatten. Darüber habe ich mir noch gar nicht Gedanken gemacht, muss ich mir ehrlich zu sein. Aber andererseits, warum auch? Sie hat doch aktiv Mythen über die Nachtigallen verbreitet. Von Gallus Desidenus.
sehen. Was wir sind und was wir waren. Ah ja. Ihr könnt euch gerne an den Früchten meiner Arbeit bedienen. Wow, welch Früchte ihrer Arbeit. Dann will ich mal nicht so sein. Eure neu gefundenen Fähigkeiten. Überhaupt nicht. Die sind Schwachsinn. Vor allem, weil ich sie bekommen habe, nachdem ich Mercer Frey schon getötet habe. Euren Eid könnt ihr euch in den Arsch stecken. Denn Eid ist ja rückwärts die. Und das werdet ihr. Ihr werdet sterben. Ha, ha, ha. Welch Wortspiel. Gut, ich wollte da nur reingucken. Ich wollte nur wissen, ob die das eventuell schon aufgeräumt hat oder sonst was. Aber nein, sie sitzt da ja und hat ein paar Betten und einen Tisch aufgestellt. Also ein Regal, zwei Betten, eine kaputte Truhe, eine vollständige Truhe und zwei Nachttische. Das sind die Früchte ihrer Arbeit. Ein paar Möbel. Kaputte Möbel. Hässliche Möbel. Aber Möbel. Richtig krass.